So. Grüßt euch. Ich habe gerade ja ein bisschen rumprobiert. So. Twitch aktualisieren hier mal. Wo ist Creator Dashboard? So. Zurück zu Twitch. Gucken, ob ich da mein möbliges Gesicht sehe. So. Funktioniert das jetzt? Ja. Seid ihr da? Ach, das ist alles nicht so einfach. Das ist alles nicht very easy. Unbedingt einfach ist es nicht. So. Ahoi, mein Lieber. Hast du heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit, ein paar Bildchen zu machen und so? Achso, ich hoffe, ihr habt gut Geburtstag gefeiert. Corona safe. So, also. Oh, wem ist doch so langweilig zu Hause? Ich habe ja eigentlich genug zu arbeiten, aber ich kann mich so schlecht motivieren. Ich bin so im Corona-Modus drin. Das ist echt so. Das hätte ich sonst normalerweise, was ich jetzt in einer Woche schaffe, habe ich sonst in 2 Tagen geschafft. Natürlich war ich da auch dementsprechend K.O., aber ist einfach schon zu merken. Das muss ich schon mal rüberziehen, das muss ich schon mal rüberziehen. Okay. So. Was habt ihr denn heute noch so vor, Leute? Ich habe ja nur Büro und ich habe so viel Blödsinnskram heute. Das ist das, was mich so aufregt. Ich habe so viel Blödsinnskram. Das muss ich auch noch machen hier. Da muss ich mich nachher auch drum kümmern. Ich wollte eigentlich jetzt schön mit euch eine Tasse Kaffee trinken, aber macht ja keiner mit mir. Moin, moin. Kaffee ist Leben, nee, Wasser ist Leben, ne? Mit den Kindern im Wald spazieren gehen, das ist gut. Ich mache nachher auch einen schönen Spaziergang. Ich habe echt das Spazierengehen für mich entdeckt. So. Nee, ich gehe jetzt ganz gerne spazieren, aber Marisa geht da so gar nicht spazieren. Die findet das voll blöd irgendwie. Sonst war immer das Problem, dass ich keine Lust hatte. Aber die mag das irgendwie nicht. Wir haben hier ohne Ende Wald. Na, irgendwann kommt man immer raus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall nervt mich Corona hart. Ich komme zu wenig raus. Ich gehe schon freiwillig einkaufen jetzt. Das sagt bei mir schon viel aus und ich finde Einkauf eigentlich voll scheiße. Ich bleib schön drin, es schüttet wie Sau, na gut. Da will ich jetzt auch nicht unbedingt raus. Marisa, Jordan hat ja auch Homeschooling und Marisa ist gerade mit ihm los. Er kriegt irgendeine Impfung, also nicht die Corona-Impfung, aber irgendeine andere Impfung.
Ah, ich diskutiere gerade mit der Sparkasse rum. Irgendwas Vereinsmäßiges. Geh doch angeln, Digga, ich geh angeln. Ich angel dir gleich mal. Ich angel dir gleich mal. Angel. So, dann muss ich noch einen anderen Freund von mir. So. Nein, Doreen, mecker nicht mit mir rum. Das lag an der falschen Aufnahmeeinstellung. Das habe ich versaut. Technische Probleme mal wieder. Habe ich schon umgestellt. Jo, Digga, ich stream gerade live bei Twitch. Ich kann jetzt hier nicht rumdödeln. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn auch mega warten lassen. I'm sorry. So, jetzt muss ich noch einen Freund machen. So. So sieht's hier Business aus. Wenn du auch im Monat 400 Euro brutto verdienen möchtest, dann komm zu Twitch, YouTube und Facebook. Aber die Schulungsmaßnahme von mir kostet nur das 90-Minuten-Special 149 Euro zuzüglich Steuer plus Versand über die Internetleitung. So. Viele Grüße nach Thailand. Okay, wie ist denn die Situation in Thailand? Ich denke, bis Sommer wird der Spaß noch gehen. Ja, klar. Das hört jetzt einfach nicht auf. Das hört jetzt so schnell nicht auf. Ah. Gott sei Dank habe ich jetzt alles getestet, dass heute Abend mal wieder das reibungslos läuft. Ab und zu muss man da ein bisschen durch die Gegend testen, dann weiß man auch. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen. Oh. Eieiei. Habe ich schon wieder erzählt, dass ich schon wieder Diät mache? Deswegen nur noch Kaffee und Zigaretten, Kaffee und Zigaretten. Heißt, meine Laune wird wieder sinken. Marisa ist begeistert. Ach komm, hör auf, ich habe auch vor, um diese abzunehmen. Genau bis Woche 2 gehalten. Ja, wann hast du angebrochen? In Woche 2? Nein, ein bisschen. Nicht wieder so radikal, aber Corona macht mich fertig. Die ist zu Hause. Ist so. Marisa kauft ja auch nur Schrott. Marisa hat immer in der Tiefkühltruhe haben wir 8 Sorten Eis. Im Kühlschrank stehen 4 Sahnejoghurts plus 4 unterschiedliche Sahnepuddings. Dann haben wir einen Naschschrank größer als ein Supermarkt und Chips und Cola und die kauft immer alles. Ich raste aus. Ich soll dir eine Sprachnachricht schreiben. Ja, genau. Nein, nicht nur, dass du das schon mit reinrechnest, mein Lieber. Was da noch mit dazu kommt. So. Habe auch heftig zugenommen. Motivation ist im Moment bei null. Mann, frag mal nach. Meine Motivation, ey. Ich bin ganz K.O., wenn ich mit den Hunden mal 2 Kilometer gehe. Ist alles ruhig in Thailand. Das ist der Unterschied zwischen einer Monarchie und Demokratie. Hier wird hart durchgegriffen. Nichts mit Selbstbestimmung. Ja. Kann ich so nicht stehen lassen. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Monarchie. Aber, ach, die Leute. Ich will einfach nur, dass die Scheiße zu Ende geht. Wir müssen alles dafür tun, dass das möglichst schnell zu Ende geht. Alles andere ist viel zu eigensinnig. Digga, was ist los mit deinen Sprachnachrichten?
Jo, genau das meine ich. Dankeschön, mein Lieber. Ich versuche hier nebenbei busy zu wirken. Kommt das gut rüber, busy wie ich hier arbeite? Okay, so. Also. Ja, wird wieder Zeit, wenn endlich wieder ein Volksmann HSV anfeuern. Ja, ist so. Stell dir mal vor, Aufstiegsfeier ohne auf dem Rathausmarkt treffen. Moin Dexter. Grüßt euch. Ich will heute eigentlich noch Videos vorproduzieren. Mal gucken. Richtig, richtig safe bin ich noch nicht. So, ich muss noch eine Nachricht machen. Ach so, und ich habe ein neues Video auch hochgeladen. Heute Nachmittag kommt noch eins rein. Könntest du die beiden fertig machen? Und zwar ziemlich zügig. Dankeschön, mein Lieber. So, also. Naja, hör bloß auf, wäre ein Horror, ja. Moin, Herr Schlatter, grüß dich. Ich bin voll müde, ja. Lars, frag mal nach. Heute Morgen, wo um so Jordan um 6:45 Uhr in der Bude stand, habe ich auch gedacht, Alter, Digga, was los mit dir? Er kocht uns jetzt morgens immer Kaffee, was ich ganz gut finde, aber ich trinke Kaffee nicht im Bett. Irgendwie im Liegen Kaffee trinken finde ich irgendwie uncool. Naja, und dann war ich auch wach. Und dann bin ich heute gleich ins Büro, runter, kurz geduscht, runter und gleich Büro. Und jetzt hänge ich hier mit euch ab und schaff wieder nichts, ey. Corona macht mich so fertig. Ja, Jordan ist gerade beim Arzt mit Marisa. Der kriegt irgendeine Spritze. Mit einem Betäubungspflaster. Der spielt Football und braucht ein Betäubungspflaster für eine kleine Spritze in den Arm. Kann man auch keinem erzählen. Habe ich mich gut drüber lustig gemacht. Naja. Ich habe gesagt, Marisa soll mal davon mal ein Foto machen. Das schicke ich in seine Footballgruppe rein. Vielleicht doch nicht der richtige Sport. Mann, was ist denn jetzt mit diesem Handy los? Wer meldet sich denn hier alles? Digga, nochmal. Das klär ich nachher ab, mein Lieber. Mach erstmal an meinen Namen. Alles klar. Doreen hat mich gerade gelobt. Ich meckere nie mit dir, Philipp. Umgedreht das Smiley. Ich dachte wirklich, es lag an meinem Rechner. Du machst das alles gut. Klingt ein bisschen nach einem komischen Unterton. Dann sag, dass wir uns ja. Besser wäre ja. Ja, okay. Robby, grüß dich. Dankeschön. Ach, wenn ich jetzt erstmal hier kurz sitze, dann mache ich nachher hier. Was mache ich nachher hier? Bilder muss ich fertig machen. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. Muss ein paar Thumbnails jetzt fertig machen. Dann muss ich noch ein Video aufnehmen. Dann ist heute Abend live. Heute Abend gehen wir ja live, 19 Uhr. Und morgen früh ist wieder Frühstückstalk. Dafür muss ich auch ein Bild fertig machen. Siehst du? Siehst du mal. Siehst du mal. Dori sitzt gerade beim Arzt. Ich hoffe, der kleinen Erdbeere geht's gut. Unsere Dori, unsere Mutti aller Kanäle, ist ja schwanger. Und dann auch noch von Lars. Ob das gut überlegt ist. Ich war gerade bei dem Typen im Stream, den sie gehatet haben. Mann, 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 macht der einen Stress mit Cops und allem. Ja.
Ach, Internet ist auch manchmal ein Ort, ey. Internet ist manchmal auch ein Ort zum Vergessen. Ich bin dem Internet ja sehr dankbar, dass es das gibt. Aber manchmal nervt Internet auch. Also was ich zurzeit an Nachrichtenflut kriege, ist nicht mehr normal. Ja, Comedy God schreibt gerade, damit muss man rechnen, wenn man in der Öffentlichkeit geht oder steht. Ja, es kommt darauf an, was für ein Hate man bekommt. Und dass jeder immer meint, dass jeder Pimmelmann, Frau, Sternchen, Innen zu Hause denkt, man darf, wenn ich ein Bild hochlade und irgendwas passt denen nicht auf dem Bild. Du hast eine Zigarette in der Hand, denk mal an deine Vorbildfunktion, was bist du für ein Idiot und so weiter. Digga, äußere dich doch nicht zu jedem Scheiß. Mach doch erstmal deine eigene Auffahrt oder deine Auffahrt, mach da erstmal den Müll weg, guck erstmal auf dein Leben, bevor du auf andere Leben guckst. Und dann muss man auch nicht immer gleich so hart drauf loshaten. Also, ja, weiß ich nicht. Nicht alles muss erlaubt sein im Internet. Also, wenn ich irgendwas sehe, dass irgendein Promi, ja, was immer ein Promi heute ist, irgendwas macht, was ich kacke finde, schreibe ich da nicht drunter, dass es kacke ist. Ich gucke mir das einfach nicht an. Ich gucke es mir einfach nicht an. Jeder Bundesbürger ist ja heute eine moralische Instanz. Wir haben irgendwie heute über 80 Millionen Moralapostel. Es nervt. Es nervt. Nichts darfst mehr machen. Flip, du isst zu viel Fleisch. Ach, weiß ich nicht. Da hast du was Dummes gesagt. Denk dran, das gucken auch Kinder. Ja, Mann, Alter. Sollen die aufwachsen nur mit dem Disney Channel oder was? Es geht nicht ums Erlaubnis, es geht darum, wie man damit umgeht. Ja, das ist mir klar, wie man damit umgeht. Es geht ja nur darum, nicht jeder, nur weil man in der Öffentlichkeit ist, darf man drauf loshaten. Das ist das Thema. Darf man nicht einfach drauf loshaten, nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht. Oder wenn jemand bei Twitch Gaming spielt und jemand kommt rein und sagt, ja, du bist der beschissenste Spieler, den ich je gesehen habe, Alter, geh sterben und was weiß ich. Geht nicht. Und hau doch einfach ab von dem Kanal, wenn er scheiße Computer spielt oder so. Ah, ich sag ja zu Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie man ohne Kaffee leben kann. Ja, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, Moralapostel, Virologen, seit neuestem auch Logistikexperten. Ja, ist fürchterlich. Ich wünschte, die Leute würden immer ihre moralischen Vorstellungen, die sie auf andere projizieren im Internet, auf sich selber anwenden. Das wäre ja mal cool. Das wäre mal richtig gut. Was wäre das für eine perfekte Welt? Ich halte mich selber an die moralischen Sachen, die ich anderen vorschreibe. Toll. Wäre das nicht eine gute Welt? Ich müsste auch gleich, vielleicht gehe ich gleich eine Runde spazieren. Ich muss ein bisschen wach werden. Bundesamt einfliehen. Ob ich vom Bundesamt überwacht worden ist, weiß ich nicht, aber vom Landesverfassungsschutz. Und boah, ich glaube, irgendwann nach so ein paar Jahren fliegst du dann da auch wieder raus. Aber das dauert. Kommt auf deinen Umgang im Internet an und mit wem du abhängst. Wenn du immer wieder Berührungspunkte hast mit Leuten, die schwerst kriminell sind oder extremistisch sind, dann bleibst du in der Überwachung. Safe. So. Mal gucken, was hier los ist. Ich habe noch gar nicht so richtig Daten gecheckt und so alles. So, jetzt muss ich da mal raufklicken. Ich glaube, Nordic Walking wäre auch ein tolles Hobby für dich. Ja, schön mit so Sticks hier durch die Gegend latschen. Das kann ich mir vorstellen, wie ihr das abfeiern würdet. Nee, 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 nee. Da chillt mal wieder ein bisschen euer Leben. So.
Gehe ich gleich eine Runde spazieren. Ich höre oben schon wieder Geraffel. Marisa hat ja gestern Tintenfischringe angebraten oder leicht frittiert. Die ganze Bude stinkt wie eine Frittenbude. Und ich habe denen das oben beim Homeschooling schön kalt gemacht, weil ich alle Türen, alle Fenster aufgerissen habe. Würde mich nicht wundern, wenn sie gleich runterkommt und ich Mecker kriege. Mal gucken. Wir müssen jetzt hier irgendwann dran arbeiten, dass wir mal Twitch-Partner werden. Holt mal hier ein paar Zuschauer rein. Macht den Kanal mal ein bisschen interessanter. Tintenfischringe. Dann erhöht sich auch die Streamqualität. Tittenringe. So. Auf jeden Fall habe ich das schon geschafft, was ich nicht schaffen. Nee. Ich habe Dinge erledigt, die ich heute eigentlich nicht machen musste. Ich schreibe ja immer Dinge, die ich erledigen muss hier in so in meine Erinnerungs. Das muss ich auch noch machen. Das auch noch. Okay. Gibt es eine Videos eine zeitliche Aufgabe? Ich habe mit der Werwolfzeit angefangen. Was kommt danach? Eigentlich ist Einstieg rechts die erste Folge. Die erste Staffel. Einstieg rechts ist die erste Folge. Ach, Staffel, meine Güte, erste Staffel. Einstieg rechts, erste Staffel. Dann das Business mit dem Hass ist die zweite Staffel. Dann Kameradschaft Werwolf, dritte Staffel. Die läuft noch. Dann kommt Einstieg Rotlichtmilieu. Dann kommt Multikriminell. Und dann kommt Einstieg Rockermilieu. Ja. kompliziert? Reicht? War das kompliziert genug? Schön. Schön, schön, schön. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich wollte es ja erst chronologisch machen, habe ich gedacht, ach scheiß drauf, chronologisch ist auch scheiße. Irgendwie zwei Serien parallel ist auch gut. Oh. Ja. Wenn man das durch seine eigene Biografie nicht mehr durchsieht, dann weißt du Bescheid, was beim Gehirn los ist. Ist auch synchron zum Buch. Das ist übrigens super gut. Dankeschön, Dankeschön. Ich überlege gerade wegen am zweiten Buch. Ich überlege mir im zweiten Buch mal gucken. Ja, ich habe deinen YouTube-Kanal schon vielen vorgeschlagen, gerade weil ich aus der Region kommen und supporten will, aber viele ziehen dann doch eher seichte Unterhaltung vor. Ja, das ist mir klar. Das ist ja auch schwere Kost. Ja, das ist ja teilweise schon wirklich schwere Kost für viele und das ist ja auch okay. Schon alleine, wie viele Menschen wir damit erreicht haben, wie viele Anfragen wir haben, Leute, die sich verändern wollen und so weiter. Das alleine war der Kanal dann schon wert. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt mal diese Reichweite kriegen könnte. Und man muss manchmal auch mit Dingen zufrieden sein, die man hat. Und das ist hier kein Spaßkanal, wo man jeden Tag sitzt, also bei YouTube zumindest, und dann nur Comedy-Pranks macht und lass uns mal scharfe Soße testen und hier ist meine neue Rolex und so. Bin ich halt einfach auch nicht. Ich könnte ja nicht mal eine alte Rolex zeigen, weil ich gar keine habe. Das ist auch dieser Kanal einfach nicht. Ist auch okay so. Muss ja nicht alles gleich sein im Internet. Oh, what? So. Eigentlich hatte ich groß angekündigt, ich fahre heute Morgen auch zur Post, schnell. Ich muss Postident machen. Kein Bock drauf. Ja, erst gestern wieder richtig gelacht. Ein Video über die Modellwohnung, die nach Katzenpisse gestunken hat. Alter, die Wohnung war zu doll, ey. Auch die beiden Frauen, die da drin saßen. Alter. Wer geht da hin? Eieiei. Eieiei, die beiden waren schon sehr speziell. Das war schon sehr speziell. Oh. Ich werde gar nicht richtig wach. Oh, muss ich erstmal einen Liter Wasser trinken. Oh. Ich bin ja schon 2,5 Stunden wach und ich werde nicht wach. Also, ja, geiler Satz. Ich bin schon 2,5 Stunden wach, aber werde nicht wach.
Ich bin einfach Germanistiker vor dem Herrn. So, also, ich weiß gar nicht, ich habe so viel zu tun und hänge hier ab. Ich wollte auch meine Ordner sortieren, schon seit 6 Wochen wollte ich meine Ordner sortieren. Ja, und jetzt stehen sie da, wie sie da stehen. Ja, Philipp, kannst du dir nicht vorstellen, wie ich mich da sehe? Ja, so. Den größten Lachflash hatte ich mit der Story des Zapatos Rosa, als er mit den Füßen aus dem Auto die Stadt verlässt. Ja, die Gesichter dazu hättest du mal sehen müssen. Und wo ich das übermitteln sollte. Nee, der meinte, also du fährst ja mit dem Auto vorne mit den Füßen bei den Gaspedalen. Ja. Digga, ich muss das immer erzählen. Dann, der es erzählt, der wirkt ja auch so doof. Moin Moin Philipp, zu viel passiert. Machst du noch ein Hörbuch? Ich hoffe. Auch das habe ich eigentlich gefragt. Ich warte seit 3-4 Tagen auf meinen Ansprechpartner vom Verlag. Und wenn der nicht will, dann geht's halt woanders hin. Dann geht's zum anderen Verlag. Da hatte ich schon zwei Anfragen hatte ich da schon. Deswegen dann mal gucken. Ich hätte es da nicht. Ist ja eh alles slow gerade. Nicht gefühlt bei euch. Gefühlt ist doch alles so mega doll entschleunigt. Ich darf nachher, glaube ich, noch mit Jordan Mathe machen. Ja, Comedy God, die Geschichten der schwarzen Schar, ein Hörbuch zum Lästern und Lachen. Ja, kann's gut haben. Also die schwarze Schar wird bestimmt auch 100 Teile oder so. Also ich sag mal so, ich glaube, wir bleiben bei YouTube noch gute 2 Jahre zusammen. Dann ist es auch irgendwann auserzählt und dann wird entschieden, ob ich weitermache oder nicht. Mal gucken. Je nachdem, ob man meine fette Fresse noch sehen will. Also auch, wenn Leute manchmal sagen, so mir wurde ja immer prophezeit schon vor 2 Jahren. Ja, ist durch, haben die Leute keinen Bock drauf. Immer wieder, alle Leute reden ja immer alles schlecht. Und ich sag euch eins, selbst wenn die Klickzahlen auf 500 Leute pro Video runterfallen würden oder auf 100 Leute, würde ich trotzdem weitermachen. Einfach so für mich, weil jetzt erzähle ich es auch zu Ende. Ich mache das nicht abhängig von anderen. Ah, Dexter, okay, alles klar. Die Leute denken ja auch, dass das hier alles so, die haben so eine Vorstellung von, weil die alle so kaputt gespielt worden sind von diesen großen YouTubern, die sie gucken, wie die alle leben, dass sie alle eine G-Klasse fahren, sich jede Woche eine neue Rolex kaufen und 100.000 verballern und so weiter, denken sie, dass jeder, der YouTube und Twitch macht, das auch kann. Ob das Business jetzt hier wegfällt oder nicht, ist eher unwichtig. Ja, du könntest auch ganz anders aufziehen. Ja, will ich aber nicht. Es soll in dem Erzählrhythmus so bleiben. Es soll einfach true, direkt, straight in your face erzählt werden und nicht mit, ich latsche durch die Gegend mit einem Pitbull an der Hand oder ich treffe mich mit irgendwelchen krassen Babos, die mit 40 immer noch vor so einem Hochhausblock abhängen oder ich sitze in meiner Küche und treffe mich mit irgendwelchen aktiven MC-Leuten und ach, was weiß ich. Ohne große Show. Was raschelt denn hier die ganze Zeit? Wer raschelt denn hier rum in diesem Haus? Ich könnte ja mal meine Außenkameras angucken, ob Marisa schon da ist. So. Ich glaube, ich muss nachher mal die Fritzbox resetten. So. Ach ja, ich kann jetzt schon wieder einen Kaffee trinken, oder?
So, die spamme ich jetzt mal. So, verschieben. Spam. Spam weg. So. So, erledigt. Ja, heute Abend dann noch live gehen. Juhu. Aber morgen früh live, da freue ich mich drauf. Alleine zum Frühstückstalk morgen 10 Uhr. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da ich Bock drauf, es hat letzte Woche auch schön Spaß gemacht. Und während Corona werde ich das auch weiter so durchziehen. Und Twitch versuchen wir auch. Gestern hatte ich nur gar keinen Bock auf Twitch. Gestern war ein langer, anstrengender Tag. Lars ist auch erst um irgendwie 18 Uhr los, Lasilein. Und da waren wir einfach K.O. Gestern musste einfach mal Chili Vanille sein. Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, um die ganze Sache von der Seele zu reden. Aber ich denke, dass man glaubt die eh keiner. Ja. So, die besten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Und ob Leute das glauben oder nicht, ist mir relativ scheißegal. Ich versuche das so real und so authentisch wie möglich zu erzählen. Und dass es da natürlich mal Dreher und so gibt in der Geschichte und dass es nur meine Wahrnehmung ist, ist doch ganz klar. Ich kann ja nicht die Wahrnehmung anderer erzählen. Aber mehr kann man auch nicht machen, wenn man eine Geschichte erzählt, seine Biografie. Also ich kann ja auch sagen, also guck mal, wir haben nicht eine Unterlassungs Anfechtungen bekommen im Buch oder so. Ja, weil natürlich es auch der Wahrheit entspricht. Also meiner Wahrheit und der Wahrheit wahrscheinlich vieler anderer, die das erlebt haben. Sonst hätte es mit Sicherheit Anfechtungen gegeben. Du musst es ja beweisen, was da nicht stimmt. Und unter den Videos schreiben auch ganz viele ehemalige Weggefährten. Jetzt gerade einer von den ehemaligen Red Devils, den ich auch öfters erwähne, hat auch runtergeschrieben, der ist weggezogen, hat jetzt Familie und so weiter. Habe ich mich riesig gefreut für ihn. Prinzessin Erbse just subscribed. Okay, das kriege ich hier als Nachricht rein, wenn bei YouTube jemand subscribed, ohne dass wir da gerade live sind. Hello. Und Jean030 aus Berlin hat auch unter supported. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, hat mein Lehrer immer gesagt. Dieses auch auf Klickzahlen anderer YouTuber und so weiter geht mir auch so auf den Keks. Meine Güte. Wenn ich nun mal ein reales Thema nehme, das für alle nicht leicht kompatibel ist, dann kann ich nicht erwarten, dass das 50.000 Mal geklickt wird. Aber das Thema muss ja trotzdem aufgegriffen werden, aus meiner Sicht. Ich überlege mir doch die Themen nicht nach Klickzahlen. Das wäre richtig untrue. Unreal. So. Ja, ich hatte immer das Talent, auf sinkende Schiffe aufzuspringen. Ja, ist so. Also für mich bist du nicht real, solange du nicht mit Spielzeugpistolen vor geleasten Autos stehst. Ja, hör ich da einen Seitenhieb? Hör ich da einen Seitenhieb? Ja, ich kann auch im Mietvertrag zeigen, dass ich mal in einer Straße wohnte, wo es auch ein Bordell gab. Kann man keinem erzählen. Ist halt eine Show, aber dann sag es auch, dass es eine Show ist. Dann sag es halt auch. Dann sag es, dass es eine Show ist. So, wer schreibt mir jetzt wieder? Jo, alles klar. Kannst du mir den Link per Mail schicken? So. So. Ja, ob bei den Rockern holst oder Milieu, ja, Dexter.
Wenn es dir irgendwann danach ist, kannst du ja vielleicht hier anfangen. Machen wir ein Interview dazu. Ob das ein Seitenhieb war, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Moin, moin. Guten Morgen. Weiße Vogelspinne. Gibt es weiße Vogelspinnen? Ich hasse Spinnen. Und wirklich hassen. Ich mag Spinnen gar nicht. Also ich fasse sie an, aber kein Bock drauf. So. Frage ich meine Marissa, ob sie mir noch einen Kaffee bringt? Nee, ne. Ich kann doch meinen eigenen fetten Arsch bewegen. Ich würde mal in einen Live-Talk kommen, ja, Dexter, schreib mir mal bei Instagram. Hattet ihr auch einen Stullen-Andi, der die Frauen mit Brot versorgen musste? Ja, so ungefähr hatten wir jemanden, der zumindest sich um die Wehwehchen der Frauen kümmern musste. Der hat auch Kondome, musste er manchmal losfahren holen oder binden oder was weiß ich oder so. Das war schon immer ganz lustig. So. Okay, wie heißt der für heute Nachmittag? Wie heißt denn der? Wie viele Leute sind denn dabei? Für einen Podcast aufnehmen drei Leute? Uiuiui. Na gut. Habe ich heute Nachmittag ja auch noch. Ich stöhne hier rum auf hohem Niveau, ist es aber gar nicht eigentlich. Mir fehlt das Rausgehen, vor Ort sein, mit Leuten arbeiten, mit Jugendlichen arbeiten. Das fehlt mir schon ein bisschen. Moment, ich frage mal meine Frau, wie der Brötchenfritze hieß. Ja, wie geil. Das gibt's ja wirklich. Also das ist schon nicht so doll vielleicht wie Stullen-Andi, Stuten-Andi. Aber natürlich, natürlich. Muss man sich um die Befindlichkeiten. Bei uns hieß der Typ Jens. Ja, Schrippen Jens. Kommt noch was zu FSN TV? Nee, dem Patrick gebe ich einfach keine Bühne. Ich gebe dem Patrick einfach keine Bühne. Der will eine Bühne. Und wir werden den Leuten keine Bühne geben. Und das ist auch okay so. Der Patrick kann machen und tun, was er will. Und er verkauft sich ja auch einigermaßen sympathisch, aber das, was er halt tut und was er damit zu tun hat, ja, es läuft einfach konträr mit dem Kanal und da haben wir einfach dann auch keinen Bock drauf. Einfach keine Bühne geben. Die Gummifrau gab es auch, die kam vorbei und hat die Gummis im 100er-Pack verkauft. Ja, ist so. Real Talk, Digga. Real Talk. Ja, wir haben nachher auch daran verdient. Wir haben die dann gelagert und dann immer verkauft. Wenn die schnell welche braucht, dann hast du halt 100% draufgeschlagen. Scheiß drauf. Geld sitzt ja da auch locker dran. Ich habe so einen Zuckerentzug. Hatte einer von euch auch schon mal so einen Zuckerentzug? Ich habe richtig Zuckerentzug. Und Schwämmchen. Scheiße, dass man so zuckerabhängig ist, ey. Die Weiber braucht ein Schwämmchen. Oh, mag man sich gar nicht mehr vorstellen. Ey, Gott sei Dank ist das alles zu Ende. Gott sei Dank bin ich heute Twitcher. Sehr erfolgreicher Twitcher. Aber auf Twitch habe ich einfach irgendwie Bock, mit euch abzuhängen. Wenn mir sowieso jetzt gerade langweilig ist, ich gehe gleich nach oben und sage zu Marisa: Oh, ich habe schon fast alles geschafft, alles, was ich wollte. Und boah, ich muss mich erstmal kurz ausruhen. Ja, aber tagsüber setze ich mich so gut wie nie hin und ruhe mich aus. Also ich ziehe dann immer auch durch von morgens bis dann abends bis 18 Uhr und dann, ja. Zuckerentzug nach dem Laufen. Da sitze ich mal vor dem Kühlschrank und schiebe mir eine Tafel Schoki on Block rein.
Ja, ich mache das ohne das Laufen. Ich kann mir so eine Tafel auch ohne Laufen reinziehen. Verdammte Axt, ey. Das ist so fürchterlich. Fett seine, so eine Qual. Geil, wenn die Leute nochmal sagen, er muss nur Zucker weglassen. Er muss nur Zucker weglassen, Alter. Halt dein dummes München. Nur weglassen. Nee, ist klar, Alter. Dann, wenn du dann hier auch eine futtersüchtige Frau hast und ein Kind, das auch immer naschen will. Und du sitzt daneben. Ich geh nur bei uns in die Vorratskammer und will eigentlich den Hunden ein Leckerli holen und dann liegt da alles rum. Ich mache gestern die Gefriertruhe auf. Ich weiß gar nicht, was ich rausholen wollte. Ach so, ich wollte gucken. Ich hab die Tintenfischringe rausgeholt. Dann mache ich das auf. Dann hat Marisa gekauft. Snickers Eis Weiß. Mars Eis. Und noch irgend so ein Eis, das ich auch noch mag. What, Alter? Das ist doch, wie kann man mir das antun? Wie kann man mir das antun? Ja, sieht man dir kaum an, dass du gerne was naschst, ja. Ja, das ist dann fies, ja, ist so. Eis geht halt auch immer, ja, ist so. Das Ding ist ja bei mir, ich brauche in einer Mahlzeit immer deftig und danach süß oder ich brauche süß und deftig. Also ich kann nicht nur eins. Nachdem ich richtig deftig gegessen habe, brauche ich danach dann auch was Süßes. Egal, einfach nur um meine Geschmacksknospen wieder zu entspannen. Es ist selbst, wenn wir abends kalte Platte essen. Und ich schiebe mir schon irgendwie Mettbrötchen rein und Blutwurstbrötchen und so weiter. Das letzte esse ich mit Nutella. Real Talk. Scheiße, ne? Ich habe echt ein Problem. Mal wieder in meinem Leben, toll. Ich feiere mich selber. Ach, ist das gut. Ach ja. Wie wäre das Leben, auch wenn es einfach wäre, ey. Ist nur ein Fischermann, es dreht nicht durch, Leute. Ja, ist auch Zucker drin, ja, bla bla. Dein Bürostuhl von Umi hat ja zum Glück eine Belastbarkeit von 150 bis 170 Kilo. Da weiß ich, weil ich den gleichen habe. Da geht noch was, Philipp. Isst du Nutella auch mal mit einem Löffel? Nein, aber mit dick Butter drunter. Sonst schmeckt die Scheiße ja nicht. Ich würde mal gerne wissen, wer mir den Umi-Stuhl geschenkt hat. Irgendjemand hat mir den anonym zugeschickt. Einfach anonym gespendet, hat sich nie gemeldet, ich habe es nie rausbekommen. Das ist auch uncool. Ich wollte mich so gerne bedanken, das war so ein cooler Move. In dem sitzt man auch echt gut. Braucht man gar nicht mehr aufstehen. Ach, Philipp, die Schuhe bekommst noch zu, ja. Ansonsten kommt halt Klett. Ich latsche ja auch nur noch hier mit meinen. Ich latsche ja zu Hause nur noch mit meinen Schlappen rum. Schön weich, schön ausgelatscht. Ja. Damit latsche ich ja nur noch. Ich musste letztens für irgendeine Veranstaltung musste ich eine Jeans anziehen. Ja, genau, wo wir gedreht haben, hier letzten Samstag. Wo wir für ZDF gedreht haben, habe ich mir eine Jeans angezogen, wo ich mir gedacht habe, Alter, das fühlt sich an wie Gefängnis, ey. Boah, war ich froh. Die waren noch nicht mal richtig aus der Haustür raus, da war ich schon wieder in der Jogger. Nee, stimmt nicht. Ich bin mit der Jog ich bin, hab die Jeans, bin mit der Jeans sogar noch los auf ein Glas Wein. Ein Glas Wein. Ach ja. So. So. Ich muss hier mal ganz kurz mal was klicken. Ach, geht gar nicht gerade. Na gut. Ich warte hier noch auf eine Antwort. Wenn die nächste Mail kommt, fange ich an zu arbeiten. Also ich habe am 15.04. mit 136,7 angefangen und bin jetzt bei 118,4. Das ist sehr respektabel und ist, glaube ich, auch das richtige Tempo. Wobei das schon sehr schnell ist, oder? Das sind jetzt 8, 9 Monate, 9 Monate, 2 Kilo im Monat. Sehr respektabel.
Dann bist du jetzt ungefähr bei meinem Gewicht. Auf Therapie habe ich einen Gangster, in Klammern, kennengelernt. Der ist original im Sommer mit Adidas Latschen und Jacke einkaufen gegangen. Ja. Also nichts ist unmöglich in den Zeiten von Corona. Ja, ich muss meine Frau halt zügeln. Das Ding ist, ich sitze hier unten und ahne nichts Schlimmes und dann kommt sie runter und stellt mir belegte Brote hin. So, stellt sie die hin auf den Schreibtisch. Ich sage, ich möchte nicht. Ja, lass ich mal stehen. Die soll nicht aus der Tür raus, da schiebe ich mir schon das erste Brot wieder in die Figur. Wie groß bist du? Jetzt gerade vielleicht 1,10 Meter. Also sitzend. Nee, sonst bin ich 1,92. Aber auch knallharte, schwere Muskeln im Körper. Heute ist wieder Liegestütztag, ich drehe durch. Aber ich habe schön Muskelkater. Ihr seht ja schon, ich strecke mich immer, weil ich bin so angespannt. Und wenn ich sage, Marisa, massierst du mich mal, dann. Nein, gestern hat sie angeboten, mich zu massieren, aber ich habe keinen Bock gehabt. Aber auch nur, weil ich ihre Füße massiert habe vor dem Fernseher. Freiwillig. Also neben Charo sahst du klein aus. Ja. Da, eine E-Mail. Da ist der Link. Sehr gut. Okay. Habe dir bei Insta geschrieben, Phil. Alles klar. Erinnere mich dran. Ich kriege manchmal bei Instagram täglich, was sehe ich, 100 bis 150 Nachrichten oder so. Und dann kann mal auch was untergehen. Und dann sind die Leute immer voll angepisst. Meldest dich nicht. Ich habe dich gefragt, wie geht's dir? Und du meldest dich nicht zurück. Ist ein Universalschuh auf dem Bau? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, das ist ja fies. Fehlt nur noch, dass der Schrank für Süßes neben den Hanteln steht. Ja, das ist auch noch zuzutrauen meiner Familie hier. Aber ich trainiere hier. Ich habe hier meine Hantelbank neben meiner Kellerbar. Auch nicht so die beste Position dafür. Ich frage mal meine Marissa, ob sie mir einen Kaffee bringt. Ich höre die oben noch irgendwie. Hallo, mein wunderschöner Spatz. Dieses braune Zeug, was aus der Maschine läuft, haben wir davon noch was? Ich habe ein Flecktarn-Profilbild, okay. Wie ist das? Habe ich jetzt hier eigentlich auf YouTube? Das ist keine der alten Kameraden an außen oder was? Ich habe ja keine Ahnung, aber Props an dich. Dankeschön, Montana Ballett 88. Nee. Habe ich keine Gedanken dran. Dori, so Arzt ist fertig. Erdbeere geht es sehr gut. Sehr schön, Dori. Das sind gute Nachrichten. Freuen wir uns. Stichtag ist, glaube ich, 12. Mai von der Erdbeere von Dori. Habe ich das so richtig gesagt, Doreen? Doreen. Doreen. Das ist auch so ein Name. Doreen. Hallo, ich bin Doreen. Weiß man schon gleich neue Bundesländer, oder? Ich will nicht Doreen schon wieder ärgern. Die ärgert mich dann wieder zurück und sagt, hey, tu dies, tu das. Hast du das schon erledigt, Philipp? Die denkt manchmal, ich bin Lars. Die spricht mit mir schon, als wenn ich Lars bin. Doreen wäre auch gut bei der Bundeswehr aufgehoben. Moin, moin, 0815 Jörn. Naja, man muss ja auch immer dran denken, dass die Leute auch ein Leben haben und aus den Augen, aus dem Sinn trifft bei vielen Brüdern zu, ist so. Ich kenne das Dorian Gray in Frankfurt Main. Okay. Okay. So. Dori, dabei bin ich so nett. Ja, die Seite hast du auch. Was ist denn jetzt hier mit meiner Frau hier? Die hört meine Nachrichten, aber wahrscheinlich bin ich wieder blockiert.
So, ich tue jetzt mal so, als wenn ich nebenbei hier noch arbeite. So. Oh, mir ist hier gerade noch was eingefallen. So. Kommt noch mehr Stuff mit dir und Zack Plus? Ja, der Matthias ist ja so ein bisschen außer Gefecht, aber Matthias und ich sind echte Kumpels und ich gebe ihm die Zeit, die er braucht, um sich zu regenerieren. Er ist ja einfach. Man hat es schon gemerkt, wo ich bei ihm war, war es einfach zu merken, Matthias ist einfach ausgebrannt. Also der hat sich zu doll aufgeopfert, sich auch nach meiner Meinung zu viel über zu unwichtige Leute, zu unwichtige Sachen aufgeregt. Und ich hoffe einfach, er kommt stärker zurück als zuvor und achtet ein bisschen mehr auf sich. Also alles dieses in der Öffentlichkeit und YouTube und so weiter ist anstrengender, als es aussieht von außen. Ist auch mehr Arbeit, als es aussieht. So, jetzt habe ich hier alles sortiert. Das sieht auch gut aus. Hier sind noch meine To-Do-Zettel. Was muss ich denn hiervon noch erledigen? So, brauche ich nicht mehr. Muss ich erledigen. Muss ich auch erledigen. So. Das kann weg. Das kann auch weg. Das sind immer hier meine Erinnerungszettel, was ich so zu tun habe. Das muss weg. Das muss ich, glaube ich, erledigen. Das kann weg. Das kann auch weg. Da muss ich dran denken. Das kann weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das muss ich behalten. Das behalte ich. Das kann weg. Das behalte ich. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. 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 Boah, so schnell habe ich noch nie Sachen abgearbeitet. Ich kann Feierabend machen. So schnell habe ich noch nie Sachen abgearbeitet. Krass, ich bin so krass. Krass einfach. Krass, krass, krass. Ohne ihn persönlich zu kennen, glaube ich, Matthias, diesen Spleen, dass ich für Leute aufhaue, die es eigentlich nicht wert sind. Ja, ist so. Ich glaube, er hat auch viele Energiesauger um sich rum. Energie- und Geldsauger. Sehr gut abgearbeitet, Dori. Ich weiß, Dankeschön, Dankeschön. Von mir könnt ihr was lernen. Aber ich muss mir wirklich Sachen aufschreiben, sonst gehen Dinge unter. Als Selbstständiger muss man halt an alles selber denken. Das ist einfach so. Das kann auch weg. Meine To-Do-Liste wird immer kleiner im Handy. Da freue ich mich drüber. Also, ich bin schon eine Arbeitsbiene. Ah. Alles in die Rundablage, nenne ich das immer. Ich schmeiße meine Mahnung auch einfach in den Müll und sage, die sind abgearbeitet. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, jetzt kriege ich hier den Schock meines Lebens wahrscheinlich. Nee, das geht. Top. Tippitoppi. Was ist denn mit meiner Marissa jetzt? Wieso ignoriert die mich? Das finde ich in Ordnung.
Das finde ich nicht in Ordnung. So. Mann, ich habe mich so. Ich hab mich, es ist schon wieder 10. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich dann um 7 irgendwie in den Keller gehe, wenn ich bis 10 irgendwie so gut wie nichts geschafft habe. Bei mir geht es jetzt auch erstmal Frühstück. Ja. Ich hoffe, Lars hat alles vorbereitet. Ich gehe gleich mal nach oben und guck mal, was bei der Ehrenleberwurst, wie doll die Spritze wehtat. Bis ich bei der Impfung dran bin, als einigermaßen gesunder Mann, 42 Jahre alt, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der eine Spritze kriegt. Weißt du oder hast du Lust zu erzählen, was aus Klappi geworden ist? Ja, Klarnamen bitte nicht so schreiben. Nee, weiß ich auch nicht so genau. Wohnt auf jeden Fall immer noch an der Küste. Und arbeitet, glaube ich, bei irgendeinem Amt. So staatsfeindlich ist er, dass er beim Amt arbeitet. Ach, Rechtsextreme sind so geil. Gott, was habe ich da Zeit verschwendet? Heute Nachmittag um 4 habe ich noch einen Podcast, 19 Uhr Stream, noch genug zu tun. Beim Amt, ja. Na, ich fand es das heftig, dass Nähe Wismar ein LKW mit SS-Schuhen rumfährt oder rumgefahren ist, ja. Ist in den neuen Bundesländern einfach noch ein Problem, da brauchen sich die neuen Bundesländer auch nicht aufregen, ist einfach so. Ist einfach Fakt. Selbst erlebt und braucht man auch nicht groß drumherum lügen. Gestern hatte ich aber auch eine coole Erfahrung gemacht. Also ich habe mit dem Ahmed, also Charo heißt ja eigentlich Ahmed, und der Tristan, die da Beast Kitchen machen. Und die hatten mir angeboten, wenn ich mal Hilfe brauche, was Social Media angeht, helfen Sie mir. Ich habe ihn gestern gefragt, kannst du mir kurz helfen? Er hat sofort angerufen, hat mir sofort intern erzählt, wie was abläuft und so weiter. Nicht nur bla bla gemacht, sondern sofort geholfen. Richtiger Ehrenmann, Tristan, Dankeschön nochmal. Ja, wer nimmt denn Aufträge von so jemandem entgegen mit dem LKW? Ja, wenn du es vorher nicht weißt, woher willst du es wissen? Wenn du dir ein Angebot von der Firma machen lässt und die kommen dann so angefahren, was willst du dann machen? Und du siehst es nicht oder so. Ich gucke mir auch nicht die LKWs an, mit denen die Handwerker hier gekommen sind. So. Morgen früh sehen wir uns ja zum regulären Frühstücks-Stream. Naja, oder einfach den besten Preis gemacht, ja, ist so. Aber wie kann man als Firmeninhaber sowas auch. Also diese Dachpfanne, von der ich ja auch immer spreche, der hat ja auch richtig anverbummelt. Der labert ja auch immer seine rechte Scheiße in Facebook-Videos und schickt seine Leute los in Frakturschrift und deutsche Jungs auf ihren Dächern und so. Naja. Ihr haltet mich von der Arbeit ab. Und ich kann das nicht als Ausrede nachher durchgehen lassen. Was soll ich nachher sagen? Na, ich habe das heute alles nicht geschafft, weil ich twitchen musste. Why the LD Gaming? Moin. So. Ich muss auf jeden Fall angestrengt arbeitend gucken. Das ist schon mal viel wert. Das ist wirklich schon mal viel wert.
Ja, es gibt ja auch ein gewisses Abrissunternehmen in Grevesmühlen, ja, genau. Habe ich gestern die Reaction drauf gemacht, habe ich vorher aufgenommen. Kommt nächste Woche. Wann kommt ein neuer Teil Einstieg Rockermilieu? Wahrscheinlich erst nächste Woche, das tut mir leid. Der Zeitplan ist ein bisschen durcheinander gekommen. Wahrscheinlich erst nächste Woche, tut mir leid, Leute. Heute Abend live, morgen Frühstücksstream, Sonntag. Sonntag kommt Kameradschaft, Donnerstag kommt Rockermilieu. Mit wem würdest du YouTube-mäßig gerne was machen? Klaus Grillt, ganz oben. Einfach weil ich ihn hart abfeier, so als Typ. Verfolge ich seit Jahren Klaus Grillt. Kevin Wolter und ich hatten eigentlich mal kurz Kontakt, hätte mich mal interessiert, so zu Steroide-Konsum, Nebenwirkungen neben YouTube und so. Vielleicht kommt es noch dazu. Macht aber auch sehr viel. Ich gucke seine Sachen, manchmal sind sie mir ein bisschen zu oberflächlich, aber kann ich mir schon geben. Wem würde ich noch gerne was machen? Ich hätte gerne mit Tanzverbot was gemacht. Einfach zu diesem Thema auch Mobbing und so hätte ich gerne was mit ihm gemacht. Aber das Thema blendet er mittlerweile aus. Oder ist nicht mehr thematisiert. Also Tanzverbot folge ich auch schon, seitdem er irgendwie 100.000 Abonnenten hat. Seit 2015 oder so folge ich dem schon. Ja, sowas in die Richtung. Aber wir haben jetzt viele coole Leute am Start. Nächste Woche habe ich mal ein Fachgespräch mit Christoph Gieser. Ist wirklich ein Experte auf dem Gebiet bei Rechtspopulismus. Einen Tag später mache ich was mit Rola, die als Boxweltmeisterin angeschossen wurde von ihrem Stiefvater. Die war auch schon bei Leroy, mit der mache ich was. Dann mache ich was mit T.M. Garrett, der den Ku Klux Klan in Deutschland damals gegründet hatte, jetzt in den USA lebt. Dann mache ich was mit Christoph Rickels, der mal zusammengeschlagen worden ist und dann ins Koma geprügelt wurde. Ja, mit dem hart und böse Gucken hatte ich immer so meine Probleme. Sobald ich geblinzelt habe, hat man Grübchen gesehen. Dadurch habe ich immer wie ein kleiner Junge gewirkt. Gab immer Schimpfe vom Presi. Ah, wie peinlich eigentlich, ne? Wie peinlich. Gott, ist das eigentlich peinlich. Wenn ich alte Bilder von mir sehe, wenn man versucht, besonders hart zu gucken oder dumm zu grinsen. So habe ich immer. Anstatt so richtig fröhlich einfach drauf loszulachen. Anstatt einfach fröhlich drauf loszulachen, immer darauf zu achten, dass es irgendwie blöd wirkt. Smee, Mate. Ich wundere, was für ein Arbeitstier du bist. Scheinst ja nie Pause zu machen. Dankeschön. Ja, ist gefühlt so. Ja, war aber so. Ja, ist so. Einfach dummes Zeug, was man hat. Aber Gott sei Dank ist man ja noch aufgewacht. Gott sei Dank ist man ja noch aufgewacht, mein Lieber. Ich habe dann nur noch die Fotos geknipst. Das mussten bei uns die Frauen machen. Das mussten bei uns die Frauen machen, ja. Durften ja eh nicht mit aufs Foto. Ach Gott. What a Scheiß. Darf man dich nach einem Foto fragen, wenn man dich auf der Straße sieht? Also soll ich ein Foto von dir machen? Kannst du jeden fragen. Ach, ich hab nichts gefrühstückt, aber es wirkt so, als wenn ich irgendwie ein kleines Comedy-Heft heute gefrühstückt habe. Aber na klar, Zero immeasurable. Wenn man dich googelt, kommen auch viele witzige Bilder. Ist so. Ist so. Na, zu meiner Zeit gab es auch noch nicht das Ding mit den Smartphones. Digga, wie alt bist du? 100? Ach ja, was soll's. Oh, feiere ich mich wieder am besten selber ab, ne? Ich halte mich auch selber für ziemlich lustig. Wenn mich meine Freunde so fragt, dann gibt's immer so ein. Geht so. Damals hättest du bestimmt nicht so über dich selbst gelacht. Nein, auf gar keinen Fall. Ah, wir hatten noch eine fette Nikon am Start. Okay, 48, ja, geht doch noch. 48, hast ja bald Halbzeit. Ah, ja.
will ich immer. Ich weiß gar nicht, welche Bilder man. Ich google mich selber ja nie. Mache ich jetzt mal. Bilder von Philipp Schlaffer. Bilder. Geiler, fetter Typ. Ach ja. Oh. Was für geile Bilder. Ja, hier vorm Tattoo-Laden hier. Oh. Oh, richtig gut. Oh, hier mit Orinta. Die war auch nett. Oh, hier. Eieieiei. Oh, das ist schon Deluxe. Die Story kommt ja auch noch, wie eine Politikerin mir 90.000 Euro geliehen hat. Eieiei. Eieiei. Hell, wieso kommt das Bild hier bei mir? Aber schon viel Merkwürdiges drin von mir. Wenn ich das so sehe, müsste ich echt wieder an Diät arbeiten. Oh, hier mit meinem Tätowierer, Hannibal. Ehrenmann, Euskirchen. Hier, ich in Handschellen. Handschellen, Fußfesseln auf Weg zum Gericht. German Polnish Brother. Ich wusste gar nicht, dass da so viel drin ist. Beratung Bitcoin, was ist das für ein Bild? Na gut. Na gut. War es früher gar nicht mal so hübsch, ja. Kommt durch die Ausstrahlung, ja, ist so. Digga, wenn du Hass im Kopf hast, strahlst du dir doch nach außen. Ist so. Ist so. Und war ja auch so spaßbefreit sich selber gegenüber. Ich bin der Härteste. What a Scheiß. Alter, ihr haltet mich schon wieder 70 Minuten von der Arbeit ab. Ich gehe aber auf jeden Fall gleich hoch und jammer voll rum. Ich setze mich erstmal kurz hin und ruhe mich aus. Ich mache nachher weiter. Siehst jetzt aus wie ein anderer Mensch. Ist so. Wirkst halt tausendmal sympathischer. Danke. Danke, Hobbs. Oder Hobbes. Hobbes 1. Ja. Philipp, mach mal Stream an, um zu chatten. Auch Philipp, ihr haltet mich von der Arbeit ab. Ja, Philipp, mach mal Stream an, um zu chatten. Auch Philipp, ihr haltet mich von der Arbeit ab. Ja, Real Talk. Was soll's? Es ist ja auch, ich setze mich ja selber mal so unter Druck mit der Arbeit. Ich habe vieles, das kann ich auch nächste Woche erledigen, weil es einfach kein Zeitdruck ist. Aber ich bin ja immer so gern, ich arbeite alles ab, damit ich ein gutes Gefühl habe. Das haben meine Eltern so tief in mich reinprogrammiert, mein Vater. Wenn du nichts machst am Tag, dann bist du nichts wert. Das hat mein Vater in mich reinprogrammiert. Deswegen muss Arbeit wehtun und man muss möglichst viel arbeiten, um was wert zu sein. Ist eine Scheißprogrammierung, ist aber leider so passiert. Moin, ich habe dich immer auf YouTube gesehen. Jetzt bei Twitch finde ich gut. Du machst das außer Stream, Twitch, YouTube für Hobbys, Handwerk, Nähen, Scherz. Also jeder, der mich ein bisschen länger verfolgt, weiß, Handwerk bin ich eine Koryphäe mit zwei linken Händen. Also Freunde von mir, da darf ich nicht mal den Bauhelfer mehr machen, weil ich nicht mal das richtig hinkriege. Ich bin gut genug, wenn man mir sagt,
Philipp, da buddeln, dann buddel ich. Aber dann buddel ich auch so tief, bis mir jemand sagt, hör auf, das ist tief genug. Und eigentlich muss ich sagen, ist mein Hobby jetzt Stream mittlerweile. Ich würde gerne wieder mehr lesen. Ich habe mir gerade neue Bücher bestellt diese Woche. Und ich würde gerne behaupten, Sport ist noch mein Hobby. Das ich zurzeit nicht ausführen kann durch Corona. Mir fehlt aber auch noch meine Hantelbank. Jetzt muss ich hier mal auf dem Boden liegen, das ist scheiße. Also das ist eine gute Ausrede. Habe ich gestern zu Marisa auch gesagt. Wir waren noch einkaufen gestern zusammen und auf dem Rückweg sagte ich, oh, ich muss heute eigentlich noch Sport machen. Sie so, ja, mach doch, geh doch einfach runter, mach eine halbe Stunde. Ich so, ja, aber die Hantelbank ist noch nicht da. Sie sagt, ja, kannst du was im Stehen machen oder auf der Matte und so. Ich sage, Mann, hast du nicht verstanden? Die Hantelbank ist noch nicht da. Ja. So ist das. Für manche ist auch Essen ein Hobby. Ja, Kochen ist auch ein Hobby für mich. Immeasurable, schreib mir bei Instagram. Das ist für hier jetzt too complicated. Ach ja. Ich kann keinen Sport machen. Handelbank ist nicht da. Es ist kalt draußen, es ist nass draußen. Ah. Musste 99 vor so Leuten wie dir wegrennen, weil wir damals Baggy-Hosen getragen haben. Ja, war schon wild damals, ist so. Ich glaube, ich sponsere dir wirklich irgendwann so Nordic Walking-Stöcke. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, wie ich damals so durch die Gegend latsche. Muss mir auch etwas schneller gehen, ne? Wobei, ich bin schon der Schnellgeher bei uns in der Familie. Marisa ist schon mittelschnell und Jordan, habe ich das Gefühl, der geht rückwärts. Zum Osum, zum Bums. So eine tolle Entwicklung. Häng an deinen Lippen bei YouTube. Kriege manchmal gar nicht so mit, wie viele Stunden dabei vergehen. Dankeschön. Mega sympathisch. Mach weiter. Es macht große Freude, deine Projekte zuzusehen. Dankeschön. Dankeschön. Solche Motivation tut natürlich auch gut. Da freue ich mich auch sehr drüber, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme. So, da ist eine E-Mail bekommen. Ist das jetzt Arbeit? Adobe Customer Research. Wollen Sie mit der Umfrage beginnen? Sie kriegen dafür gar nichts und wir kriegen Ihre Daten. Nein, danke. So, ich muss doch nicht arbeiten. Hat dir damals was am Leben in England gefallen? Alles. Ich liebe England. Die Engländer sind viel lockerer und sympathischer. Wir Deutschen nehmen alles viel zu ernst und arbeiten zu viel. Hallo. Nein, also die Engländer leben mehr in den Tag hinein und ins Jahr hinein. Wir planen alles so durch. Wir sagen 14-Jährigen, die sollen Riester-Rente machen und Lebensversicherung sagen wir 16-Jährigen. Das macht Druck. Was ist mit der Rente? Kann man doch heute einem 16-Jährigen nicht sagen. Mit 18 muss man gleich alles abschließen, damit man mit 70 ausgesorgt hat, Alter. Ja. Ich schicke dir am Wochenende wieder E-Mails, Dori. Nein. Also Engländer sind einfach gefühlt lockerer. Die Lebenseinstellung ist lockerer. Meine Wahrnehmung. Sind natürlich auch oberflächlicher. Engländer sind oberflächlicher in Freundschaften. Ich habe lustiger Fun Fact, mein guter Freund der Dino, den ich da seit über 30 Jahren habe, und seitdem wir wieder in Kontakt sind, seit 6 oder 7 Jahren, den habe ich noch nie zu Hause besucht. Wir treffen uns immer in Pubs und so. Er hat mir noch nie sein Zuhause gezeigt. Mondschweini, grüß dich. Ich muss jetzt aber wirklich gleich was tun. Also dann aber auch wirklich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Bin 22, habe das Gefühl, müsste schon längst alles perfekt geplant und abgeschlossen, um später nicht irgendwas dazustehen. Ja, Digga, 22, Alter. Mach dir bloß keinen Harden damit. Ich habe damals mit Alex öfter über dich und deinen Ausstieg gesprochen. Da wollte er mich schon mit dir zusammenbringen, aber das war noch überhaupt kein Thema für mich, da ich noch viel zu sehr involviert gewesen bin. Ah, okay. Ich müsste wirklich arbeiten. Warum kriege ich hier keinen Kaffee? Dori, schreib mal. Dori, schreib mal Marisa, ich brauche einen Kaffee. Oder ruf sie an. Ich kann ihn eigentlich auch selber. So, jetzt gehe ich ihm mal auf den Sack. Mit der Ausrede, du hast keinen Empfang, kannst du nicht kommen. Ich sehe die zwei Haken.
Was wurde eigentlich aus dem dicken Video von Wissen, wo die Bierflasche geworfen hat? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, ich schreibe jetzt nochmal. Hallo. Piep. Piep. Test. Sie ignoriert mich. Der wirft bestimmt immer noch Bierflaschen. Nee, der soll jetzt, glaube ich, LKW-Fahrer sein und soll den Absprung auch so ein bisschen geschafft haben. Würde ich mir wünschen für ihn. Bei welchem Fußballverein warst du damals aktiv? VfB Lübeck und der Hamburger Sportverein. Mein geliebter HSV. Kann man was anderes an als HSV-Fan? TC123 TC, Dankeschön. Dankeschön für den Support. Moin Meister. Dankeschön. Ich glaube, wir knacken Knossi bald mit Abonnements. Dann würde ich den ganzen Tag mit euch streamen. Dann würde ich das auch machen. Ich bin käuflich, leider. Ja. Guck mal, so muss ich betteln. Sieht man das? Nee, ne? Achso, weil es grün ist. Kommt, ist die Antwort. Marisa kann gerade nicht, sie trinkt gerade Kaffee. Sehr gut. Chris Helbing. Helbing. Helbing ist bei uns ein Kümmelschnaps, der sehr gut zu Fisch passt. Aber der kann auch einem sehr schnell außer Gefecht tragen. Ich liebe ja Kümmel. Kümmelbrötchen, Kümmelschnaps. Sehr gut. Pupst du nicht so viel. Da, ich höre Marissa. Hä, Marisa, was möchtest du denn jetzt hier? Ich habe 80 Nachrichten bekommen. Ich habe schon gedacht, mein Handy ist kaputt und vibriert die ganze Zeit nur so, aber hier ist das braune Zeug. Guck mal, du kannst den Leuten auch Hallo sagen. Nein. Doch, komm. Das möchte keiner. Du hast sie doch schick gemacht. Guck mal, diesmal wehrt sie sich gar nicht so lange, weil sie sich schick gemacht hat. Ich habe mich weil sie beim Arzt war. Hast du meine Augenringe gesehen? Ja, guck mal her. Ich habe voll die Augenringe. Ich weiß gar nicht, warum. Sag den Leuten mal Hallo. Hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Sie ist schick gemacht. Guck mal, ich bin voll blass. So, halt, stopp. Komm mal runter hier. Warum? So, wie war beim Arzt? Das möchte ich nicht erzählen. Nee? Das war... Wieso? Drama? Das ist kein Scherz. Also ruf den Arzt an. Ich glaube, der hat einen Schock für sein Leben. Wieso? Naja, also er hat ja... Ich habe das Pflaster raufgemacht, das Emla-Pflaster. Das Betäubungspflaster. So, dann haben sie viermal Blut gezogen. Das war gar kein Problem. Hat er gesessen wie ein Alter. Und dann wollte er ja noch impfen. Das macht man ja bei oben in den Arm. Ja. Ja. Das hättest du erleben müssen. Frag mal Jordan. Wieso? Der hat blaues Auge. Jordan hat ein blaues Auge? Wieso hat Jordan ein blaues Auge? Weil der hat sich gewehrt wie, keine Ahnung was, wir haben den fixiert. Hä? Ja. Wie, hast du mit ihm darüber gesprochen? Wie? Ja, über das Verhalten? Ja, natürlich. Natürlich. Wer hat ihm ein blaues Auge? Er hat sich gegen die Wand gehauen. Und jetzt gucken die Leute und denken, ich habe schlag ihm ein blaues Auge. Nein, er hat hier unter so ein... Er hat einfach sich so gewehrt und... Aber der will Football spielen. Ja, das habe ich ja auch zu ihm gesagt. Danach war auch alles, das war gar nicht so schlimm, so an sich, aber er hat erstmal diese Spritze gesehen. Ich freue mich schon gleich nach oben zu gehen. Und ich meine, das ist ja, ich meine, der wiegt 10 Kilo weniger als ich, ne? Also. Ah. Also ich bin jetzt auch gerade erst kurz live gegangen, 10 Minuten, ich muss aber noch ein bisschen arbeiten. Ich mache 15 Minuten live vielleicht, ich habe schon gut geschafft heute. Ja, 10 Minuten bin ich jetzt live oder 12 Minuten du steht hier. Du bist schon die ganze Zeit live, ich sehe das doch. Du siehst das, du hast ja auch Twitch, ja. Bitte. Ja, aber ich habe nebenbei gearbeitet, das können die Leute hier bestätigen. Ich habe 2, 3 E-Mails gelöscht. Ich laufe jetzt eine noch mit dir. Nee, war spektakulär. Ich kenne das ja schon, da muss ja schon mal genäht werden. Da haben wir ihn zu viert festgehalten, um eine Betäubungsspritze zu machen. Er ist so richtig sauer auf mich. Ah. Genau, und ich habe meine. Die Leute schreiben mir, Dexter schreibt. Und ich habe meine Zettelwirtschaft abgeackert hier. Wow. Ich habe meine Zettel hier sortiert. Da waren die Leute dabei und alles abgeheftet. Soll ich meinen Schrank aufmachen? In der Rundablage. Soll ich meinen Schrank aufmachen? Welchen? Die Zettel, die ich zur Seite legen sollte. Ja, und hier sind schon wieder neue. Die kannst du dazulegen, bitte. Ich habe den Leuten schon erzählt, wir wollten eigentlich schon längst Ordner sortiert haben. Ja, und die lasse ich jetzt oder drin, das machen wir frei, das ist nicht.
Genau, habe ich ins Archiv geschoben. Das wäre ja lustig mit Jordan, da freue ich mich ja schon gleich hochzugehen. Nee, jetzt ist er gut drauf, jetzt ist ihm das peinlich und unangenehm. Aber ja, weil es auch nicht wehtat. Nein, aber der Arzt muss auch gedacht haben, was stimmt da mit dem Kind? Naja, wenn er die Mutter gesehen hat, wusste er, was losgeht. Du hättest da mit ihm da hinfahren sollen, das hätte ich gern gesehen. Ich glaube, den hättest du ausgesetzt. Oh nein, ich habe hier schon wieder eine Mail bekommen, was ich abzuarbeiten habe fürs Finanzamt. Aber ich habe Mathe fertig. Scheiße. Wir haben Mathe fertig. Ich habe Mathe fertig? Mhm. Jetzt machen wir gleich Englisch. Oh Mann, das ärgert mich. Ich habe doch das Protokoll, habe ich doch geschickt. Das habe ich ihr doch geschickt, das Protokoll. Weißt du noch, dass ich es doch gemacht habe? Das Protokoll hast du geschickt. Leute gucken dir morgens zu. Sag mal. Wir sind gerade 76. Okay. Plus du? Ja, 77. Plus ich? Soll ich Rudolf noch runterholen? Rudolf und Heidi, dann sind wir fast die wichtigsten Streamer, die es gibt bei Twitch. Ja. Heidi hat eine neue Jacke an, sie sieht ziemlich cool aus. Sie ist der Security jetzt. Okay. Sie sieht sehr lustig aus. Ah, gönnt dem Jungen mal einen Schulschwänzertag. Nein. Ja, man darf alles bescheißen aus dem Finanzamt, ja. Nee, er hat richtig Bock gerade. Mathe war vom Feinsten gerade. Hat er so runtergearbeitet. Gut, wir müssen aber noch schriftliches Dividieren üben heute. Ja. Muss ich mir auch erstmal angucken, wie das geht. Deutsch ist jetzt wichtig, dass wir das fertig kriegen. Die Buchpräsentation. Also ich muss jetzt noch machen, die Streambilder vorbereiten. Genau, Streambilder vorbereiten. Dann habe ich so gut wie alles abgearbeitet hier. 16 Uhr habe ich einen Podcast. Heute Abend gehst du live, nee. Heute Abend gehe ich live, 19 Uhr. Genau. Guck mal, kaum rede ich über das Finanzamt, haben wir 4D-Abos. Hauen gleich ab, weil sie Angst haben, dass ich auch gejagt werde. So. Oh, nee, nee. Na gut, dann kommen wir gleich mal hoch und lass mir die Story von ihm erzählen. Vielleicht keine schlechte Stimmung jetzt gerade verbreiten. Er ist gut drauf jetzt wieder. Ich mag keine schlechte Stimmung. Nein, dann will ich ihn nicht damit ärgern. Na klar ärgere ich ihn damit. Wozu hat man sonst Kinder? Er dauert jetzt ja eh eine Dreiviertelstunde. Jordan ist der Einzige, den ich kenne, der eine Dreiviertelstunde auf Klo sitzen kann in seinem eigenen Mief. Der kann da sehr lange sitzen. Ja, sehr lange. Siehst du, werde ich deabonniert? Nein. Ach Gott, ja. So. Das mit der Sparkasse konnte ich auch, glaube ich, klären. Da waren wir letztes Jahr auch, erinnerst du dich dran? Und das ging um die Höhe, dass die Höhe der Lastschrift eingeschränkt ist. Genau. Gut, machen wir weiter. Bespaßt deine Leute. Wenn du mir Zuschauer brauchst, dann schicke ich dir die Hunde runter. Nein, die halten mich schon lang genug hier von der Arbeit ab. Okay. Die halten mich schon echt lang genug ab. So kann das nicht weitergehen. Dann sitze ich auch irgendwann hier wieder am Fliesentisch und mach das hier und ernähre mich vom Knäckebrot. Ich muss wirklich was schaffen, Leute. Bei uns gibt es nur Rostocker Doppelkümmel zu kaufen. Ja, der ist aber auch gut. Aber Kümmel muss man halt eiskalt trinken. Der ist im Abgang dann zu Fisch, erst rein. Kann man auch ohne Fisch trinken. Ein Fliesentisch ist okay, solange man ihn hochkurbeln kann. Ist so. So, ich wollte eigentlich nur die Stream-Einstellung kurz testen. Und wisst ihr was, Leute? Ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns ja heute Abend 19 Uhr vielleicht, wenn ihr Lust und Zeit habt. Vielleicht auch. Und morgen früh um 10 sehen wir uns ja zu einem richtigen Stream, wo ich auch Content mache. Wisst ihr, warum der Kaffee so gut schmeckt? Ich sage, ich will auf Zucker verzichten und Marisa macht mir 2 Stücken Zucker rein. Das ist, also, mir fehlen manchmal die Worte. Ich glaube, die hat auch keinen Bock einfach, dass ich abspeck.
Ja, nicht, dass ich wieder einigermaßen besser aussehe. Was mit meinem Gesicht und Körper möglich ist. Haut die mir Zucker rein und es schmeckt einfach geil. Werde ich gleich mal bemängeln. Wieder falsch gemacht. Würde mich nicht wundern, wenn sie da drin noch schnell einen Maßriegel drin aufgelöst hat oder so. Ach Gott, ey. Es ist schlimm. Ja, die will ihren Teddy behalten, ja, ist so. Also. Liebe Leute, ihr habt meine Arbeitswut mal mitbekommen. So, Mails sind offen und ich sage, wie immer, ich verbleibe mit einem Ahoi von der Küste. Wir sehen uns heute Abend oder wir sehen uns morgen, Leute. Vielleicht auch mal zwischendurch, wenn ich Sport mache. Wenn.